Hallo Jan. Hallo. Guten Tag. So, fange ich mal an, ne? Fängst an. Hallo, ich bin der Jan. Jan Minagawa ist mein Name. Viele von euch kennen mich auch unter dem Namen T. Das ist mein Stationsname hier an Bord der Raumstation. Ich bin seit vielen Jahren Mitglied hier und bin generell ein Freund von kollaborativen Strukturen und gemeinsam irgendwie Dinge schaffen. Deswegen irgendwie auch diese Raumstation, wo wir Infrastruktur teilen. Ansonsten mache ich seit vielen Jahren freie Software und engagiere mich viel darin, dass freie Software ein wichtiger Bestandteil sowohl meines persönlichen als auch meines Umfeldlebens, als auch irgendwie dessen, was hier auf diesem Planeten so los ist, wird oder ist und bewahrt werden kann. Ich mag irgendwie auch Science Fiction, wie zum Beispiel auch irgendwie diese schöne Idee, die mal so Ende der 90er mit dem Film Matrix kam. Hervorragende Filme, solltet ihr euch mal anschauen. Will ich nicht drüber reden, ich will über ein anderes Matrix reden. Und zwar über das Matrix-Protokoll. Das Matrix-Protokoll ist ja sowas wie eine Verabredung, wie Maschinen miteinander reden, um Kommunikation auszutauschen. Im Prinzip sowas wie das HTTP-Protokoll, wie ein Browser mit Servern redet, oder das SMTP-Protokoll, wie ein Mail-Client mit einem Mail-Server, mit einem Mail-Server, mit einem Mail-Client redet. Oder das SSH-Protokoll, um sichere Verbindungen zwischen Maschinen und Clients zu machen und so weiter. So ist auch dieses Matrix-Protokoll ein Protokoll, was einen bestimmten Zweck hat. Und diesen Zweck, den habe ich hier mal, das ist sozusagen gar nicht irgendwie so direkt der Zweck irgendwie des Protokolls, sondern das ist der Zweck der Matrix Foundation. Die Matrix Foundation ist sowas wie eine Organisation, die darum wacht, dass dieses Protokoll auch genau für diesen Zweck entwickelt, weiterentwickelt und gefördert wird. Ein großes Ziel darin ist, dass Leute selber darüber bestimmen können, wie sie ihre Kommunikation gestalten wollen in Full Control, wie es hier steht. Was auch immer das sozusagen dann bei der jeweiligen Art der Kommunikation heißt. Aber grundsätzlich ist erstmal die Idee, der User oder die Organisation soll halt voll kontrollieren können, wie Kommunikation stattfindet. Und dazu gehört auch, so das ist der zweite Teil, dass das Ganze nicht in zentralisierten Kommunikationssilos, also so etwas wie ein Anbieter, der ein bestimmtes Protokoll anbietet und alle, die irgendwie über dieses Protokoll oder diesen Messenger oder diesen Dienst reden wollen, die müssen da hingehen und der kann sozusagen, je nachdem, wie es ihm gerade gefällt oder wie der die Preise anpasst oder wie gerade seine jeweilige staatliche Konditionierung ist, irgendwie das auch ein- und ausschalten und damit auch die Leute aussperren oder bevorteilen oder benachteiligen. Dann ist auch das ganze Thema Sicherheit, also dass ich mich auch sicher darin fühlen kann, dass die Art und Weise, wie ich kommuniziere, auch mir sowas wie eine Sicherheit in einem kommunikativen Raum gibt, eine wichtige Anforderung an ein solches Protokoll. Da geht es sozusagen nicht nur einfach, das muss Kryptographie und End-zu-End-Verschlüsselung haben, sondern es geht wirklich darum, dass also eine bestimmte Sicherheit an das, was ich da drin sage und was ich zu jemand anderen als Nachricht transportiere, das kommt auch auf jeden Fall genau so an, wie ich das da reingepackt habe. Und die Person kann auch sicher sein, dass genau ich das war, der das reingepackt hat. Also wirklich sowas, was ich sag mal jetzt so hier in dem Raum irgendwie so ein bisschen, ihr seid euch ja, glaube ich, noch relativ sicher, dass ich hier so vor euch stehe und dass sowas halt auch im digitalen Raum irgendwie passieren kann. Und wenn dem nicht so ist, also wenn ihr euch nicht so sicher seid, dass ich jetzt hier unbedingt stehe, ihr auch Möglichkeiten habt, das vielleicht nachzuprüfen. Und das Ganze sollte irgendwie für jeden auf diesem Planeten zur Verfügung stehen. Und das ist so eine grundsätzliche Idee. Als ich das vor 5 Jahren gehört habe, habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich das, was ich für eine gute Mission erachte. Und dann gucken wir mal irgendwie, wie das so mit diesem Matrix-Protokoll irgendwie vorangeht. Und habe mich dann technisch viel damit beschäftigt. Eine ganze Menge irgendwie an Applikationen und Clients und so gebaut. Ich bin hier jetzt gerade auf dieser matrix.org-Webseite. Wenn ihr da mal hier unter Ökosystem guckt, da gibt es also alles Mögliche an irgendwelchen Clients, die dieses Protokoll unterstützen. Und dann gibt es Brücken, das sind also Anbindungen in andere externe, diese Silos, wo also Nachrichten, die werden aus diesen Silos genommen, in eine Matrix gepackt und dann in andere Silos wieder reingeführt. Und so werden halt Leute in diesen Silos miteinander verbunden. Oder nicht die Leute, sondern die Nachrichten. Also auch nicht die Nachrichten, sondern eigentlich die Endgeräte.
Und dann, was gibt es hier noch? Server, natürlich braucht man irgendwie Software, die das dahinter betreibt. Da gibt es irgendwie einen Haufen von Servern und so weiter. Ihr könnt da irgendwie weiter nachgucken. Das ist so diese Software-Ecke davon. Und irgendwie ist in den letzten Jahren, gerade in Deutschland, dieses Protokoll sehr beliebt gewesen. Ich habe das so zum ersten Mal richtig mitbekommen. Da war der Spahn noch Gesundheitsminister in den letzten Zügen. Und dann habe ich eine Sache gelesen. Hier ist rechts auch dieses TI-Messenger, Telematik-Infrastruktur. Da haben die gesagt, also das hier mit dem Gesundheitssystem in Deutschland und der guten Kommunikation, das ist alles total, davon sind wir weit entfernt. Wir bräuchten da mal ein Protokoll und eine Technologie und irgendwie müssten wir diese ganzen 150.000 Unternehmen, die in Deutschland irgendwie im Gesundheitssystem sind, mal dazu bringen, dass sie vielleicht miteinander reden. Und ich weiß nicht genau, warum, also ich war sehr überrascht, aber irgendwie kamen die auf die Idee, wir benutzen das Matrix-Protokoll. Und dann, naja gut, wie irgendwie das Gesundheitsamt dann so ist, das Gesundheitsministerium so ist, gibt es dann da so eine große Organisation, die Gematik, und die müssen sich dann darum kümmern, dass nicht nur die Art und Weise, wie die Technik an sich spezifiziert ist, sondern auch genau zu spezifizieren, wie das betrieben werden soll, das ist die Telematik Infrastruktur Messenger Spezifikation. Ist im Augenblick in Version 1 noch nicht ganz am Start. Wenn wir Glück haben, wird sie Anfang nächsten Jahres wirklich so sein, dass jeder Arzt mit jedem anderen Arzt in diesem Land miteinander reden können, wenn die über Patienten reden. Und das Ganze in Einklang mit dem, was wir in der Matrix Foundation Manifest gesehen haben, also dass die rauskommen aus ihren Silos, dass das Ganze sicher ist, dass das Ganze auch ausfallsicher ist. Und also ich bin sehr gespannt, was da passieren wird. Ihr könnt euch darauf freuen, wenn ihr nicht im Medizinsektor seid. Es gibt auch die Telematik-Infrastruktur-Messenger-Spezifikation 2.0. Da kommt ihr dann mit ins Spiel. Da dürft ihr dann mit euren Ärzten reden. Und das Ganze wird euch von der Krankenkasse, also es gibt in Deutschland 100 Krankenkassen, auch die werden dieses Matrix-Protokoll benutzen, um diese Kommunikation zur Verfügung zu stellen. Und wenn es richtig funky wird, dann gibt es irgendwann Ende nächsten Jahres TIM 3.0, da kommt dann auch Video mit dazu, interoperables, end-to-end verschlüsseltes Video, direkt von Spahn hieß er, ja. Inzwischen ist es Lauterbach, mal gucken, wer es irgendwie demnächst wird. Das dauert alles ziemlich lange, aber ich finde es spannend, dass Deutschland da in gewisser Art und Weise zwar sehr langsam, aber dann doch auf eine sehr innovative Art und Weise unterwegs ist. Nachdem ich die iMessenger gehört hatte, kam auch irgendwie BW Messenger, Bundeswehr, Federated, also so Armeen sind ja generell jetzt nicht für so basisdemokratische Strukturen. Irgendjemand hat denen noch ein paar Jahre vorher mal den Job gegeben, Kinders, macht mal irgendwie einen sicheren Messenger. Die haben geguckt, was es so alles gab und es gab ganz viel irgendwie offene Spezifikation, Open Source Software und dann haben die BWI, die Bundeswehrinformatik, hat einen Bundeswehr-Messenger basierend auf dieser Informatik, auf dieser Matrix-Spezifikation gebaut. Da ist inzwischen, gibt es davon auch, weil die haben das dann irgendwie mit viel Budget gemacht, naja, und dann lag das Zeug irgendwie so rum und dann hat irgendwie mal jemand, ey, mach doch freie Software und kann man das nicht vielleicht auch woanders benutzen und so. Und dann haben die einen Code-Drop davon gemacht und haben sozusagen das, was sie für die Bundeswehr gebaut haben, nochmal unter dem Label Bundesmessenger, also nicht mehr Bundeswehr-Messenger, sondern das Wehr sozusagen raus und dann den Bundesmessenger zur Verfügung gestellt. Das liegt also auch unter einem Projekt OpenCode, opencode.de rum. Und inzwischen gibt es auch alle möglichen Institutionen im öffentlichen Dienst, die gucken sich das an. Im Gegensatz dazu gibt es sowas wie OpenDesk. Hat jemand schon mal OpenDesk von euch gehört? Ja, so ein paar. OpenDesk, auch ganz interessantes Projekt, wird jetzt dieses Jahr irgendwie nochmal vom Bundesinnenministerium in Zusammenarbeit mit dem CENDISC, also dem Zentrum für digitale Souveränität, wurde vom BMI so gegründet, die sollen einen Arbeitsplatz basierend auf freier Software für 5 Millionen Angestellte in irgendwie diesem Land, die in der öffentlichen Verwaltung sind, als Alternative zu diesen zentralen Infrastrukturen wie Office 365, Google Cloud, Teams und wie sie alle heißen. Ja, die sollen die nicht unbedingt ersetzen, aber man hätte gerne eine Alternative. Und das verbirgt sich hinter diesem Projekt OpenDesk und, wie sollte es anders sein, der Messenger da drin, Matrix-Protokoll. Dann haben wir den. Ja, und die Unis. Bei den Unis ist es jetzt vielleicht auch nicht sonderlich verwunderlich. Da ist irgendwie ja der Hang zu
dezentralen und sagen wir mal auch innovativen Strukturen vielleicht eher da. Inzwischen gibt es über 30 Universitäten in Deutschland, die alle ihre eigenen Matrix-Strukturen aufgesetzt haben. Die meisten von den Projekten, die ich gerade gesagt habe, sind doch schon sehr strukturiert. Das kann man jetzt von den Unis nicht unbedingt sagen. Das Schöne ist an diesen, also von den Unis für sich alleine genommen vielleicht, aber sozusagen untereinander nicht unbedingt. Das Schöne ist, dass das Matrix-Protokoll bietet halt die Möglichkeit, die machen mal ihren Messenger für irgendwie ihre Studenten oder ihre Mitarbeiter. Und dann auf einmal können die sich aber, weil die ja in einem föderierenden System sind, auch irgendwie miteinander vernetzen. Und dann sprechen halt, keine Ahnung, alle Soziologiestudenten, die Deutsch studieren, auf einmal in so einem Space und merken, oh, hier da drüben auch. Und es entstehen sozusagen neue Kommunikationsräume, die vorher gar niemand genau so geplant hat. Ja, das ist im Prinzip so ein bisschen, ich meine, es gibt noch einen ganzen Haufen von anderen Projekten, die in der Entstehung sind, aber das sind so die, über die ich mal im Großen reden wollte und euch die vorstellen wollte, dass das irgendwie gerade so im Hintergrund irgendwie passiert. Ja, das sind die beiden, von denen das irgendwie das Ganze entstanden ist. Matthew und Amadine, die haben vor 10 Jahren in einem Telco-Konzern gearbeitet und gemerkt, so wie diese ganzen Telcos irgendwie diesen Planeten hier irgendwie unter sich aufgeteilt haben. Und haben gesagt, das muss doch mal anders gehen. Und so haben sie dieses Matrix-Protokoll ins Leben gerufen. Hier kann man sich noch irgendwie angucken, wie man sich das Ganze aufsetzt. Oder wenn man das irgendwie nicht auf die Reihe kriegt, dann gibt es hier auch alle möglichen Partner in Deutschland, die inzwischen auch für die jeweiligen Ökosysteme anbieten, dass man das Ganze irgendwie nicht selber machen oder Spezialentwicklungen oder so haben kann. Und so hat sich Matrix innerhalb der letzten, ich würde sagen, 3 Jahren zu wirklich einem ganz interessanten Treiber in unserem deutschen Digitalsystem entwickelt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, kleiner Teaser, dass so in, sagen wir mal, 2 bis 3 Jahren sehr viel von dem, was an digitaler Infrastruktur gerade noch da ist, auf dieser Basis erneuert werden kann, in einer föderierten, in einer end-to-end verschlüsselten und sicheren Art und Weise. Und das erinnert mich dann irgendwie doch wieder an, vor vielen, vielen Jahren bin ich mal aufgewachsen in einem Land, was hier war, und da gab es diesen Erich Honecker, hieß er, und er hatte diese Idee von überholen ohne einzuholen. Und das ist so ein bisschen das, was ich irgendwie da durchaus sehe, dass wir hier schaffen können, den Komfort von digitalen Räumen und von digitaler Infrastruktur zu erreichen, ohne unbedingt dieselben zentralistischen und vornehmlich kapitalistisch geprägten Strukturen nachmachen zu müssen, wie das in anderen Teilen der Welt uns bereits vorgemacht wurde. Das wollte ich mal gesagt haben. Gibt es Fragen, Anmerkungen, Widerworte? Rock'n'Roll, danke sehr dafür. Ja, hi, vielen Dank, sehr interessant. Jetzt haben wir 2 Fativerses. Wie verhält sich das denn zu ActivityPub und der Infrastruktur, die dort auf einem anderen Protokoll entsteht? Danke. Ja, vielen Dank für die Frage. Also Matrix hat mehr Ansprüche an das Protokoll an sich, weil da auch wirklich die Idee, Privatsphäre zu gewährleisten, ein wichtiger Punkt ist. Was jetzt bei Fediverse nicht unbedingt wichtig ist, weil da geht es ja eher um öffentliche Informationen. Es gibt Activity, Pub, Matrix, Brücken, und man kann sozusagen auch die Use Cases, die man mit Activity, Pub abbildet, genauso mit Matrix abbilden. Im Prinzip ist die drunterliegende Technik, wenn man sich auch wieder das Ziel anguckt, was wir damit erreichen wollen, muss genau sowas wie Microblogging in einem föderierten System abgebildet werden. Und das genau kann man sehr gut damit machen. Okay. Aus aktuellem Anlass muss ich mal fragen, würdest du sagen, der BB Messenger ist besser geeignet für Konferenzen als WebEx? Lass es mich so ausdrücken. Stand heute, da der kein Video unterstützt, nein. Von dem, was das BWI vorhat in den nächsten Monaten und das, was sozusagen die Richtung ist und mit dem, was gerade ist, es gibt ein Protokoll, das heißt Matrix RTC.
Da geht es um Realtime-Kommunikation, die End-to-End verschlüsselt ist mit verifizierten Entitäten. Da kann man sich einen Talk auf der FOSDEM angucken zum Thema Element Call, Matrix, RTC und Family. Das ist hier auch einer von denen, die im Gesundheitssystem Messenger auf Matrix-Basis bauen. Da haben wir mal gezeigt, wie interoperables Video in der nächsten Generation aussehen kann. Und wenn der BW Messenger sowas in die Richtung implementieren würde, dann würde ich auf jeden Fall sagen, Stand heute haben die halt noch kein Video, aber sie haben es auf der Roadmap und wollen es irgendwie auch rausbringen. Hallo, danke, sehr interessant. Frage zur Verbreitung so ein bisschen. Das wäre ja nicht, also es gibt viele Open-Source-Projekte, die dann Schwierigkeiten haben, diese Akzeptanz irgendwie zu erreichen. Also manchmal könnte man sogar sagen, je schöner die Lösung, desto schwerer ist es irgendwie dann die auch in die Nutzung zu kriegen. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Ich scroll hier gerade mal. Irgendwo gab es hier so Zahlen. Genau. Also im Augenblick gibt es 125 Millionen User weltweit. Nicht unbedingt alle User wissen, dass sie User sind, ne? Weil das sind halt Technologien. Die Technologie steckt in einem Gesundheitsmessenger oder irgendwelchen Produkten mit drin. Keine Ahnung, ja, die Schüler in Bayern kommunizieren da alle drüber. Die wissen nicht, was Matrix ist. Die benutzen den Schulmessenger. Dann gibt es halt eine ganze Menge irgendwie von Anwendungen. Es ist so, dass die Matrix zieht sich einfach so in ganz unterschiedliche Teile rein, ohne dass Leute das wirklich mitbekommen. Bei der Adaption des Endkunden merke ich, es gibt bestimmte Bevölkerungsschichten, ja, also in der Chaos Computer Club Bubble, da hat sich das halt in den letzten Monaten einfach sehr eingeschliffen. Auf Konferenzen passiert das, in Open Source Projekten. Das ist zum einen bestimmt irgendwie aus der Verfügbarkeit der Technologie und diesem Sicherheitsanspruch, aber es ist zum anderen eben auch aus dieser Möglichkeit, sich immer wieder mit neuen Räumen auch verknüpfen zu können, weil ich habe halt meine Matrix-Identität auf meinem Home-Server und ich kann halt mit allen in der Seabase, die vielleicht keinen eigenen Home-Server, aber den Seabase-Home-Server haben, irgendwie reden, ohne dass ich da meinen Account wechseln muss, und ich kann irgendwie mit den Leuten vom Bundesmessenger, wenn ich mit denen mal reden will, auch reden. Und diese Verknüpfung ist einfach, wenn man das erlebt, dann ist das einfach was anderes als, ich bin jetzt wieder in dem nächsten. Und ich habe 20 Jahre damit verbracht, von einem Silo zum nächsten zu ziehen, und dann ist das Feature und da ist irgendwie die Sicherheit besser und so. Und so merke ich, dass auf so einer sehr persönlichen Ebene, ich will nicht mehr zurück in diese Silos, das ist einfach Quatsch. So. Und da, glaube ich, hat Matrix einen Teil, um eine Erfahrung irgendwie Leuten zu bringen, die sie danach nicht mehr missen wollen. Selbst wenn der eine oder andere Client, den sie irgendwie benutzen, erstmal sagen, der ist aber komisch oder der hat nicht alle Features oder so, ist dieses reden können, mit wem man will und trotzdem eben das Gefühl zu haben, ich kann trotzdem kontrollieren, was da mit der Unterhaltung passiert oder wer sich die anhört oder ob es davon irgendwie noch Kopien gibt und so. Das ist einfach was so in einem heutigen Selbstverständnis irgendwie fühlt sich das ein bisschen erwachsener an. Hallo. Ich würde an die Frage tatsächlich anschließen direkt. Und zwar, ich persönlich benutze Matrix auf dem matrix.org Home-Server mit Element, also so ungefähr das durchschnittlichste Setup, was man sich vorstellen kann. Das funktioniert super bei ein paar Open-Source-Communities, bei denen ich teilhabe. Aber ich höre immer wieder von Leuten, dass sobald man so eine gewisse Mittelgröße erreicht, sozusagen mehr als 100 Leute, dass dauernd irgendwas schief geht. So zwischen Nachrichten oder Privatnachrichten, die einfach verloren gehen, zwischen Privatnachrichten, die nicht mehr verschlüsselt oder entschlüsselt werden können. Keine Ahnung, andere Probleme, die ich... irgendwie, dass wohl bestimmte Clients Nachrichten vom Server gar nicht erst dekodieren können, weil irgendwie das JSON-Schema zwischen den Clients unterschiedlich ist. So ganz lustige Sachen. Und Matrix als Protokoll ist jetzt 9 Jahre alt. Geht auf die 10 zu? Ja. Warum haben wir immer noch solche Probleme, dass man
Ich rede jetzt nicht von 10.000 Leuten, sondern wirklich nur 200, 300 Leute. Warum kann man sich da immer noch nicht drauf verlassen, dass man stabil eine Open-Source-Community mit Matrix betreiben kann? Also nur weil das irgendwie in Deutschland eingesetzt wird, heißt das nicht unbedingt, dass sich die Leute in Deutschland ernsthaft um die Entwicklung der Spezifikation kümmern. So ein paar Sachen von denen, die du angesprochen hast, sind Spezifikationsthemen. Da müssen Leute gemeinsam an einen Tisch kommen und sich einigen, wie das weitergemacht wird. Das ist zum Teil auch Research-Arbeit. Das zweite ist, wir haben das als Open Source von Anfang an in dem Projekt gemacht und es steht als Open Source zur Verfügung. Leute glauben, wenn man Open Source irgendwie runterlädt, dann hat man ein Produkt. Das ist nicht so, sondern da habe ich Software, geschriebene Zeilen Code. Wenn ich der Meinung bin, ich kann damit irgendwie Infrastruktur betreiben, dann ist das so ein bisschen wie wenn ich der Meinung bin, ich ordere ein paar Steine und dann steht da ein Haus. So? Nee, da ist sozusagen noch ein bisschen Arbeit dazwischen. Und das ist aber genau was, was nicht in allen Szenarien passiert. Und dann fehlt einfach sehr viel Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen. Und das, was so zum Beispiel mit entschlüsselten Nachrichten, das Problem, dass also Nachrichten oder nicht zu entschlüsselnde Nachrichten besteht seit mindestens 3 Jahren, dass es Szenarien gibt in einem dezentralen Netz, also wo nicht alle Teilnehmer gleichzeitig da sind, du aber trotzdem an ein Gerät eine Nachricht verschicken willst, also dafür verschlüsseln willst, dass dabei Dinge schiefgehen können. Und wir haben 3 Jahre lang irgendwie als Matrix-Kernteam versucht, irgendwelche Leute zu finden, die sagen, entweder sie fixen es und kontribuieren das zurück oder sie bezahlen, dass das gefixt wird. Und das hat bis vor 2 Monaten niemand für nötig befunden, wirklich da mal auf diese Baustelle irgendwie Geld zu werfen. Jetzt gibt es aus hier Bundeswehr BWI-Richtung gibt es ein Projekt, was die bezahlen und was die auch vorantreiben, wo mal, gibt einen langen GitHub-Issue, wo ganz viele von den Dingen seit vielen Jahren aufgeführt sind, wo wirklich mal eine Initiative gemacht wird, da in die Richtung voranzugehen. Und das ist aber bei vielen anderen Dingen, ob ich da jetzt in Richtung Push-Notification oder auch was User Experience angeht und so, immer wieder auch dasselbe. Wir haben da halt ein Protokoll geschaffen und auch Implementierungen, die sind da, dass sie genutzt werden können, aber eben auch dafür, dass sie verbessert werden können. Und da lässt es zum Teil durchaus noch zu wünschen übrig, wobei ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung sagen muss, auch wenn das so weit in Deutschland eingesetzt wird und das noch mangelhaft ist, ist das in anderen Ländern einfach reden wir von ganz anderen Leveln. Ja? Also mit deutschen Behörden und deutsches Steuergeld fließt in Matrix-Entwicklung auch zu einem durchaus großen Teil. Es gibt Länder wie zum Beispiel Luxemburg, die betreiben halt komplett ihre Infrastruktur auf Matrix und bis jetzt ist kein Euro und keine Zeile Code davon zurückgekommen in die Matrix-Entwicklung. Und davon gibt es noch eine ganze Menge staatliche Institutionen und von privaten Institutionen, die irgendwie zum Teil 2-stellige Milliardenumsätze haben und den Kram nehmen und damit geile Produkte bauen, will ich gar nicht erst reden. Vielen Dank, Jan Minagawa.